Hey Freunde, heute machen wir eine Schicht mit dem neuen Feuerwehrauto. Ich bin mal ganz gespannt, wie es sich damit fahren lässt. Oh, Blaulicht sieht schon gut aus. Lassen wir natürlich direkt an. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mal einen Notruf reinkriegen. Das erste, was mir direkt auffällt, ist, dass ich gar nichts höre. Nur ein leises Summen. Das gefällt mir sehr gut. Und das Teil ist echt schnell, muss ich sagen. Und ich glaube, die Beschleunigung ist auch echt gut. Wir bremsen nochmal ab. Und 0 km/h. So, jetzt geht's los. Jetzt ist der Einsatz, Freunde. Wir fahren mal. Okay, kommt langsam aus Pötte, aber es ist ja auch ein großer LKW. Und dafür finde ich doch ziemlich schnell. Oh, jetzt fahre ich hier im Gegenverkehr. Dann lass uns mal schauen, ob wir hier einen Notruf reinkriegen. Oh, da kam das Feuer rein. Wo ist es denn? Oh, es ist beim Busunternehmen. Dann müssen wir hier eigentlich eine Wendung machen, aber der LKW blockiert uns hier gerade. Gib Gas jetzt, Junge. Gib Gas. Gut, wir können jetzt weiter. Jetzt geht es hier geradeaus lang. Oh, wir müssen hier links rein direkt. Und dann geradeaus. Okay, eine scharfe Linkskurve. Okay, ist kein Problem mit diesem Feuerwehrauto. Danke an der Yannick für 1000 Euro. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal, wer der Erste hier am Einsatzort ist. Oh, wir haben ein paar Geisterfahrer. Okay, das Fahrzeug ist echt bei 110 km/h abgeriegelt. War gut. Finde ich ein bisschen langsam. Aber gut, was soll man machen? Okay, wir haben hier schon einen Kollegen von der Feuerwehr da. Der ist natürlich schneller mit seinem kleinen Auto. Wir verbinden das mal. Und jetzt können wir hier mit Feuer löschen. Okay, Feuer löschen geht auf jeden Fall noch gut. Ich muss sagen, jetzt mit dem neuen Feuerwehrauto, was natürlich ein Game Pass Auto ist, ist es schon schwierig, doch zuerst am Einsatzort zu sein. Ich glaube, der andere ist ein Einsatzleiter und da hat man natürlich normale PKWs und die sind deutlich schneller als so ein LKW. Und wenn die dann einfach schnell herfahren können, wenn die dann auch mit einem Feuerlöscher hier lang gehen können, haben die natürlich einen enormen Vorteil. Und warum geht das Feuer jetzt nicht aus? Ah, man muss sich nur einmal kurz aufregen, dann geht es doch schon weg. So, oder ist das auf der anderen Seite? Ich check das nicht. So, den Baum, den kriege ich aber hin. Ja, kein Problem. So, dann ist das Haus jetzt dran. Aber ich muss sagen, mein Kollege und ich, wir machen das hier gut zu zweit. Jeder kriegt hier seine XP, auf jeden Fall sehr korrekt. Aber ich freue mich schon gleich wieder auf Tour zu fahren mit dem neuen LKW. Ich hoffe, dass wir gleich so eine Straßensperre oder sowas haben. So einen Ast auf der Straße oder eine Ölblockade oder irgendwie sowas. Dann können wir da nochmal richtig schön mit dem LKW hinfahren. Da freue ich mich, glaube ich, drauf. Okay, da hinten jetzt noch löschen. Ey, wie lang kann eigentlich so ein Feuerwehrschlauch sein? Weiß das jemand? Oh, mein Kollege ist schon da hinten. Dann löschen wir mal schnell das Feld hier. Nicht, dass die Landwirte hier ihre ganze Ernte verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. Und mein Kollege ist da hinten auch schon. Gut, das Feuer lasse ich ihn mal. Und ich würde sagen, dann haben mein Kollege und ich alles gelöscht. Sehr cool. Ich nehme mal den Feuerwehrschlauch wieder weg. Und jetzt geht's ab zurück zum LKW. Oh ja, sieht schon fresh aus, muss ich schon sagen. Hey, sieht auch cooler aus als so ein kleines Feuerwehrauto da, muss ich schon sagen. Wenn wir uns mal die Details angucken, da haben die sich schon echt wieder Mühe gegeben, ne? Muss man schon sagen. Sieht schon echt gut aus. Aber ich denke, wir fahren jetzt mal zurück zum Feuerwache. Und dort werden wir jetzt erstmal auf den nächsten Einsatz warten. Wo wir haben hier einen Kollegen, der hat auch das gleiche Fahrzeug. Sehr cool. Dann sind wir also 3 Feuerwehrleute auf diesem Server. Damit sollten wir jedes Feuer löschen können. Jetzt haben wir hier einen medizinischen Notfall, aber da können wir ja nichts machen. Oh, wir haben hier noch ein Feuerwehrauto. Auch wieder das gleiche. Okay, dann sind wir echt 4 Feuerwehrleute. Das ist schon ganz schön viel. Da würde ich doch sogar fast vorschlagen, dass wenn wir hier 4 Feuerwehrleute sind, dass ich einen kleinen Serverwechsel mache. Und wir haben gerade einen neuen Einsatz reinbekommen. Ein LKW hat seine Ladung verloren. Und zwar da hinten bei den Straßenschienen. Und das heißt, wir können jetzt hier über die Schnellstraße direkt zum Einsatzort fahren. Und wir sind schon fast bei Top Speed. Ich hoffe mal, dass wir ohne Probleme durch die Kurve fahren können. Oh, 112 km/h fährt das Ding in Höchstgeschwindigkeit. Sehr geil. Jetzt kommt natürlich der Test. Jetzt habe ich gerade zur Seite geguckt. Sah aber echt gut aus. Wir beschleunigen auch wieder. Okay, wie geht's die Schräge hoch? Ja, da geht... Oh, da geht schon gut was an Leistung runter. 60 km/h nur. 50 km/h Geschwindigkeitseinbußen, fast die Hälfte vom Topspeed. Das ist schon sehr dramatisch. Ich glaube, mit einem normalen PKW von der Einsatzleitung wäre das nicht passiert. Aber gut, wir sind jetzt gleich bei dem Einsatzort angekommen. Und dann werden wir natürlich hier die Straße erstmal schön absperren. Erstmal mit dem Feuerwehrauto. Dann machen wir hier nochmal ein Absperrband hin. Und natürlich ein paar Warnbarken, dass die Leute wissen, was los ist. Da fällt mir eigentlich auf, warum haben Autos kein Warndreieck? Das finde ich ein bisschen komisch. Aber okay. So, jetzt muss ich doch hier... Mit welchem Gerät muss ich das machen? Mit der Kettensäge muss ich hier so einen fetten Betonbalken wegnehmen. Ah ja, okay. Ich glaube es auch. Ah, sogar 3 Stück von denen.
Okay, das ist crazy. Grüße gehen raus an meine zwei Helfer hier. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt haben wir das eingesammelt. Und hier geht das auch nicht mit dem Sand. Da muss man auch die Kettensäge nehmen für den komischen Sandhaufen. Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, Freunde. Aber wir machen es trotzdem mal. Okay, das letzte Hindernis haben wir weggenommen. Dann können wir die Straße jetzt wieder frei machen. Es sieht soweit gut aus. Wir nehmen als erstes mal das Absperrband mit. Und dann nehmen wir die ganzen Warnbarken mit. So. Okay, da hinten kommt gar kein neues Fahrzeug. Dann können wir jetzt einsteigen. Ich habe die Handbremse noch angezogen. Die nehme ich jetzt raus. Und dann können wir uns doch eigentlich mal ganz entspannt hier erstmal auf den Rastplatz stellen. Ich denke mal, ich werde direkt hier einen Rückwärtsgang einparken. Ich kann mein Blaulicht schon ausmachen. So, wir stehen hier drin. Blinker aus, Motor aus, Handbremse ausziehen. Und jetzt erstmal raus aus dem LKW. Dann genießen wir, glaube ich, mal den Blick auf die Elbphilharmonie. Okay, wir haben wieder einen neuen Notfall. Das heißt, wir fahren natürlich direkt los, Handbremse raus. Und wo ist der Notfall? So, wir können deswegen auch mal in den Gegenverkehr fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen mal das Martinshorn an, denn der Notfall ereilt sich direkt hier vorne beim Containerhafen. Und da sind wir natürlich direkt auf dem Weg. Sorry, dass wir jetzt im Gegenverkehr fahren. Ich weiß, darf die Feuerwehr auch nicht unbedingt, aber es geht hier halt jetzt auch vielleicht um Leben und Tod. Da vorne ist auf jeden Fall ein Einsatz der Polizeikollegen. Okay, wie schnell gehen jetzt hier die Schranken hoch? Oh, sehr gut. Da haben wir einen kleinen Crash gemacht. Bei dem neuen Fahrzeug, oh, das darf mein Chef nicht sehen. So, erstmal die Lage abchecken. Okay, wir haben zwei Reihen von dem Containern, die brennen. Dann nehmen wir jetzt mal unseren Feuerlöschschlauch hier ran und dann geht's jetzt ab. Wir löschen direkt mal. Okay, Container Nummer 1 ist gelöscht. Ey, das ist einfach schon der dritte Einsatz mit dem Löschfahrzeug. Und ich muss sagen, jetzt kommen wir echt gut zu ran. Also das gefällt mir dann schon echt. Okay, wir nehmen den mit. Den haben wir auch dabei. Und jetzt hier um die Ecke laufen. Okay, okay, okay. Ich habe leider noch keine Verstärkung von irgendwelchen Kollegen erhalten. Das finde ich ein bisschen schade. Aber hey, da kriegen wir halt immerhin noch ein paar XP, muss ich sagen. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr in Notruf Hamburg Feuerwehrmann seid? Wartet ihr dann die ganze Zeit, bis ihr ja Feuer löschen könnt oder sowas? Oder was macht ihr dann immer? Ich warte eigentlich immer. Okay, den haben wir auch gelöscht. Das Feuer müsste jetzt komplett leer sein. Wir werden natürlich nochmal alles uns anschauen. Ich gehe nochmal oben drauf. So, hier oben drauf ist auch nichts los. Okay, dann gehen wir wieder runter. Es sieht soweit gut aus. Okay, wir haben das Feuer komplett gelöscht. Es ist nicht auf irgendwelche anderen Container oder sogar auf das Schiff übergesprungen. Sehr gut, dann haben wir unsere Arbeit hier erledigt, würde ich sagen. Das heißt, wir können Blaulicht wieder ausmachen. Wir drehen mal um, machen natürlich Licht an. Und jetzt gehen wir hier aus dem Hafengebiet raus, denn hier haben wir eigentlich nichts zu suchen. Das ist immer noch industrielles Gebiet. Oh, die Schranken gehen runter. Dann müssen wir mit anhalten, Freunde. Wir machen natürlich den Motor aus, Handbremse an. Und jetzt können wir mal kurz chillen. Da sehen wir die gute Hamsterbacke. Ey, das ist auch ein schönes Fahrzeug. Sehr cool. Okay, wir können Motor wieder anmachen, Handbremse aus. Und jetzt sind die Schranken noch oben. Jetzt können wir weiterfahren. Sehr cool. Oh Mann, ey. Da fahren wir direkt in die rote Ampel rein. Okay, da brauchen wir den Motor aber nicht ausmachen. Wir setzen einfach mal den Blinker links, dann wissen alle Bescheid, wo wir hinwollen. Oh, hinter uns kommt auch ein LKW. Der will aber rechts rum. Und wir haben eine grüne Ampel. Dann fahren wir natürlich direkt los, ab in den Tunnel rein. Dann können wir jetzt mal schauen, ob wir die Kurve so kriegen, ohne abzubremsen. 110 km/h. Ja, sieht gut aus. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Aber beim Hochfahren ist er wieder, oh, ist er wieder bei 60 km/h. Das ist wohl die Geschwindigkeit, die man dann hier hat. Okay, wir haben Vorfahrt, die Ampeln sind aus. Wir blinken links. Glaube, wartet mal, ist die Ampel kaputt? Wir machen mal einen ADAC-Notruf. Handy raus, ADAC. Ich glaube, die Ampel ist hier kaputt. So, senden. Rein da. Und dann Blinker links kurz. Wir fahren hier raus. Meine Kollegen sind da. Die brauchen keine Hilfe. Blinker links setzen. Den können wir direkt da lassen. Achtung. Wir wollen hier rückwärts reinfahren. Oh, das ist immer schwierig, ne? Hier vernünftig reinzufahren. Die Tore gehen so spät auf. Wollen natürlich nichts berühren. So, wir müssen auf dieser Linie bleiben. Schön in der Mitte. Blinker können wir ausmachen. Motor aus. Handbremse anziehen. Jetzt habe ich das Licht vergessen. Wir gehen wieder rein. Licht ausmachen. Sieht sehr fresh aus. Dann lass uns doch einfach mal in den Pausenraum gehen. Oh Mann, jetzt bin ich gerade hier. Da gibt es ein Feuer. Dann müssen wir direkt runterrutschen. Oh, geil, Freunde. Wie cool. Okay, rein, 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 rein. Motor an. Handbremse natürlich raus. Blinker links. Meine ich, Blinker rechts. So, und jetzt können wir direkt weiter. Wo müssen wir hin? Oh, das ist direkt hier beim Gefängnis. Ich mach mal die Sirene an, damit die hier wissen, was bloß ist. Oh, da wäre es beinahe zum Unfall gekommen.
Blinker können wir ausmachen und wieder an. So, und jetzt machen wir Blinker wieder rechts. Oh, die Kirche. Die gute Kirche brennt. Okay, dann müssen wir hier rein. Wo haben wir denn den Hydranten? Hier vorne. Okay, hier brauche ich dringend Hilfe. Die Bäume lassen wir erstmal so und gehen direkt aufs Gebäude. Das natürlich vom historischen Wert müssen wir ganz schnell retten. So ein Großbrand bei der Kirche hatte ich auch noch nicht. Sehr cool, aber auch sehr gefährlich. Löschen wir natürlich direkt. Oh Mann. Ich hoffe, dass die Leute evakuiert wurden. Warte mal, ist das mein Job? Naja, da sind ja keine drin. Na, höchstens auf dem Dach und dann machen wir den Weg jetzt frei. Ey, Kollege hier, such dir was anderes. Klaue mir nicht meine XP. Okay, das Feuer ist, glaube ich, im Griff. Wir müssen möglichst schnell das Gebäude löschen. So, er macht das Fenster da vorne. Dann gehe ich hier rum. Oh, wir wollen nicht, dass das Feuer aufs Gefängnis übergreift. Denn da sind natürlich Gefangene in ihren Zellen. Die können natürlich nicht so einfach die Fluchtwege benutzen, weil die halt eingesperrt sind. Ist ja ganz klar. Deswegen löschen wir diese Baumreihe jetzt auch, nachdem das historische Gebäude gerettet wurde. Ich denke, mein Kollege da hinten löscht das Gebäude. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt nur noch hier. Perfekt. Oh, da brennt es ja noch. Kollege, was machst du? Lösch das Feuer. Okay, das Fenster ist jetzt noch dunkel. Ah, das ist immer dunkel, oder wie? Da ist wohl innen drin schon Brand entstanden. Schnell ums Eck. Oh ja, das haben wir übersehen. Hier brennt es auch schon lichterloh. Das müssen wir löschen. Ich gucke dann direkt mal vorne an der Eingangstür, ob der Fluchtweg frei ist. Oh nein. Nein. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt gleich die Leute da raus können. In Sachen Brandschutz, eigentlich muss ein Gebäude ja mindestens 2 Fluchtwege haben. Ich hoffe mal, dass das hier auch der Fall war. Die eine Tür an der anderen Seite haben wir natürlich schon frühzeitig freigemacht. Das war mit das Erste, was wir getan haben. Okay, ich denke, wenn wir die 3 Feuer hier erledigt haben, dann ist der Brand auch gelöscht. Ah ne, um Ecke ist noch einer, aber mein Kollege ist da dran. Sehr gut. Dann löschen wir jetzt dieses Feuer. Perfekt, perfekt. Hier sehe ich keinen Brand mehr. Dann müssen wir jetzt mal schnell zurück zum Fahrzeug und dann müssen wir mal eine kleine Rundumfahrt machen. Ob hier irgendwo noch Feuer ist, was wir bekämpfen müssen. Schnell rein und Licht ist an. Und dann schauen wir mal. Also ich sehe hier nichts mehr. Oh doch, da vorne. Gut, dass wir die Begehung machen. Hier sind noch 2 Bäume am Brennen. Wir haben hier echt einen Großbrand. Okay, wo haben wir denn den nächsten Hydranten? Ja, wo haben wir den nächsten Hydranten? Da vorne ist er. Oh Mann. Ja, die Karte ist hier schlecht gepflegt mit den Hydranten. Aber wir müssen natürlich auf die Bäume zielen, ist ja klar. Das können wir nicht brennen lassen. Und das Feuer ist gelöscht. Und dieses Feuer ist jetzt auch gelöscht. Dann müssen wir unsere Begehungsfahrt natürlich fortsetzen. Ist ja ganz klar. Okay, das Feuer haben wir hier gelöscht. Und jetzt geht's los. Blinker setzen. Okay, die Sonne geht auf. Und das Feuer müsste komplett erledigt sein, wenn ich das so richtig sehe. Wir machen natürlich nochmal einen Blinker rechts. Hier auch. Es sieht soweit gut aus. Ja, ich denke, Freunde, dass wir das Feuer erledigt haben. Dann können wir jetzt hier über diesen Weg zurück zur Feuerwache fahren. Sollte für uns ja kein Problem sein. Die Poller fahren runter und es geht weiter. Blinker links und ist schon wieder ein Feuer ausgebrochen. Oh Mann. Jetzt geht's hier aber auch echt ab bei der Guess and Go. Oh Mann. Hier ist der Hydrant. Ich muss mal gerade hier den Eingangsbereich absperren. So, wir machen eine Warnbarke hier hin. So, jetzt geht's rüber zur anderen Seite, damit die Leute hier wenigstens nicht mal reinfahren. Oh cool, hier ist auch ein Hydrant. Sehr praktisch. Dann machen wir das mal hier fest, das Band. Und so, also das müsste jetzt erstmal reichen. Wir müssen uns jetzt schnell an das Feuer machen. Ich höre schon, meine Kollegen kommen auch. Jetzt schnell, ganz schnell hier erstmal die Zapfsäulen löschen, bevor wir das Gebäude löschen. Denn wir wollen ja nicht, dass das Gebäude hier explodiert. Oder die ganze Tankanlage. Oh, hört ihr das? Oh, schnell hier löschen. Ganz schnell löschen. Sehr gut. Und jetzt hier die Regale brennen. Oh, was ist hier denn passiert? Es sieht so aus, als wäre das Feuer hier entstanden. Aber ich denke, wir konnten das Feuer ganz schnell löschen. So, das ist das Fahrzeug von meinem Kollegen. Sehr cool. Das gleiche Fahrzeug haben wir ja auch. Wir werden hier mal die Situation aufräumen. Das nehmen wir mit. Da darf man auch als Feuerwehrmann mal einen kleinen Red Bull trinken. Das müsst ihr nicht so eng sehen. So, wir nehmen das Band hier natürlich mit und die Warnbarken. Perfekt. Und wir können wieder einsteigen. Sehr gut. Wir machen das Blaulicht aus, setzen den Blinker links und jetzt geht's wieder nach Hause, Freunde. Ich freue mich auch. Und was soll ich sagen, Freunde? Das war ein echt anstrengender Tag als Feuerwehrmann in Notruf Hamburg. Und was machen die Kollegen hier vorne bitte? Wir fahren hier ins Tor Nummer 5. So, rein, parken und jetzt wird's Zeit, Freunde. Wir haben 322 XP gesammelt und ich beende meine Schicht. Damit haben wir 6440 Euro verdient, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat und ich noch ein Video mit dem neuen Maybach machen soll, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin würde ich sagen, schaut euch gerne noch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.